Was macht ihr eigentlich hier? Tschernobyl, willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Summon Video. Das letzte ist ja noch nicht allzu lange her, dementsprechend müssten wir auch gar nicht so viel drum herum reden. Heute gibt es nach dem letzten Banner direkt das nächstfolgende, das Heroes Banner. Und ihr könnt euch genau denken, warum das überhaupt hier passiert. Es gibt einen neuen Vegeto. Es gibt einen Super Saiyan 4 Vegeto. Und holy shit. Ich meine, er ist nicht wirklich... wirklich, aber... es ist auf jeden Fall eine nette Karte, das ganze Crossover ist eine ziemlich nette Idee, wie ich finde. Ein bisschen schade, dass es keine speziellen Multis zu dem Anlass gibt, aber hey, ich habe 533 Stones, 2-3 Multis dürften auf jeden Fall drin sein. Aber ich sag's euch, wie es ist, ich bin 100% ehrlich, es geht hier nur um den Vegeto. Sprich, wenn der da ist, dann sind wir durch, also ihr müsst euch da gar keine Hoffnung machen, dass da irgendwie noch mehr kommt. Ja, das Gotenks-Banner... das Ding ist, dazu hatte ich auch vorgehabt, ein Video zu machen, aber es hat einfach gar nicht gepasst, wirklich. Ich habe es versucht, ich habe ein Multi geschafft am Ende, bevor die Dings weg waren. Also, naja, wir haben noch 5 Tickets. Ich weiß nicht, ob die restlichen 5 überhaupt drankommen, aber mal sehen. Ja, bei Boo habe ich genau dasselbe, aber 3 Stück halt. Ach ja, die Legendary Banner, die sich abwechseln, sind auch immer wieder da. Interessant für mich, wenn der Gott Ultra Instinct Goku, Gott Goku da ist, aber trotzdem nichts. Ich weiß, er war da oder wird da sein. Auf jeden Fall ist da ein Banner drinne. So rum, genau, letztens war nämlich Goku Freezer drin, dann war auch der Goku da drin, aber so ist mir das eigentlich ziemlich egal, also, auch wenn er Non-Feature da drin ist, ich habe eh keine Chance, ihn zu holen. Deswegen versuchen wir uns einfach mal beim Heroes Collapse Banner, ganz genau, mit Hauptaugenmerk auf Vegeto, Broly ist ganz nett, der Bardock ist eigentlich auch ganz cool, der Gohan ist sogar ziemlich fresh, also damit wäre ich auch, da wäre ich nicht mad, ich wäre zufrieden mit Vegeto, aber halt. Naja, und dann haben wir Deborah, Toa, die komische Form von Demigra, okay. Mira, der sogar ein Freshest Awakening hat. Dark Masked King. Keine Ahnung, wer das sein könnte. Ich tippe auf Bardock. Dann Black Masked Saiyan. Gute Frage auch, wer das wieder ist. Ich denke mal, Vegetas kleiner Bruder in der Dark Timeline, in der Zukunft von Future Trunks. Definitiv. Und das war's dann auch. Ja. Also, garantiert ist, all the SSRs are collaboration. Also, ist was garantiert? All the SSR Characters are collaboration Characters. Ja gut, aber... es sieht nicht so aus, als würde uns garantiert sein, dass wir am Ende einen Feature-Char kriegen, aber mal sehen, wir starten einfach mal rein, der 50er-Multi. Okay, C17 und C18. Ich habe auf 5 gehofft, aber die Android-Geschwister, damit kann ich leben. Damit kann ich definitiv leben. Okay, let's go. 1. Let's go! Ich habe so ewig nicht mehr gesummelt, außer halt den einen Gotenks-Multi, deswegen habe ich auch noch so viele Stones übrig. Die werden wahrscheinlich dann auch angespart in Zukunft für den vierfachen Gogeta. Ziemlich, ziemlich fresh. Habe ich auf JP auch verpennt. C17, C16, C15. Na gut. Trunksuru, Barta, das ist übrigens ein richtig, richtig schöner... außerhalb von großen Celebrations ist mein Luck mir auch nicht hold. Also, das ist eine durchaus zu erwartende Summon-Folge gerade hier. Wow. Okay, cool. Der Demigra in seiner komischen Form war der letzte, der garantierte. Okay, cool, cool, cool. Der hat ja sein Awakening. Der war auch nicht bad, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß gar nicht, ob er das war, der im Super Barrel Road auch ganz praktisch ist. Oder Dabura. Dabura war, glaube ich, nämlich ziemlich praktisch. Aber okay, ein Extreme Physical Char. Ich weiß nicht, ob du für mich Verwendung hast in irgendeinem Team. Aber sein Art ist eigentlich... ja, das ist ganz nice. Doch, damit kann ich umgehen. Aber immerhin ein neuer Char auch. Deswegen sitzt der Schmerz nicht besonders tief. Aber gut. Nächster Multi, 100 Stones. Wieso hast du keinen ermäßigten Summon? Bitte, danke. Oh, Tenjin Han, Yan Chu und Chao Su. Okay, let's go. Pull, release, Lego. Oh, Baseform. Wir haben die Chance auf einen Doppel-Crack-Screen. Wäre ich sehr, sehr angetan von. It's over Freezer und... es bleibt bei It's over Freezer. Aber hey, wir starten rein mit Tovadora, genau. Die absolute neue Queen Bey von den ganzen Dokkan Reddit und Facebook Chats Gruppen, wie ich sehe. Ihr habt das seine Jungs? Okay. Gut, machen wir weiter. GT Vegeta, mein absolutes Babe aus dem Spiel auf jeden Fall. Yamshu. Trunksuru. Wieder Vater oder Sohn. Gut, cool, cool, cool. Trunksuru. Okay. Kakao. Kakao kann ich mir so gut merken, einfach weil sein Name so fresh ist. Der Herr der Kraniche. Klingt auf Englisch irgendwie, Master Shen, Herr der Kram. Okay. Spopovic. Oh shit. Here we go again. Okay. But why?
So. Just why? Oh Mann. Das Ding ist, werden die danach in den Non-Featured Pool aufgenommen? Ich glaube nämlich nicht allzu bald, oder? Hm. Ich könnte schwören, ich habe auch gelesen, dass Vegetos Dokkan-Event einfach mal gar nicht so lange wiederkehren soll. Oder überhaupt nicht wiederkehren soll. Ich weiß nicht, wie viel da dran ist, weil ich wirklich nicht sehr aktiv auf Twitter und Facebook war, als das jetzt released wurde, aber... Ich habe die Medaillen gefarmt, vorsichtshalber. Na gut. Here we go again. Wir machen einen Group Summon draus. Einfach mal, weil wir bei 3 sind. Sprich, gerne ein Spiel eurer Wahl, ein Banner eurer Wahl. Und summon mit mir gemeinsam. Voraussichtlich beim Heroes Banner, falls ihr Vegeto noch nicht habt. Oh, here we go again. Let's go. Okay. Runterziehen und auf 3 mit mir gemeinsam loslassen. 1. 2, ihr seht gar nichts, das ist super. 3. Oh, und here we go again mit dem Baseform. Na gut, komm, diesmal der Double Crack Screen. Nummer 1, Ball Guys, der Klassiker. Wir bleiben beim Klassiker. Im Hintergrund upgrade ich übrigens gerade DBZ Kakarot, also ich will mir das... Come on, wieso nur die Extreme Chars? Was ist denn los hier? Ich will mir das DLC natürlich geben. Gohan. Na, ah, das ist cool. Das ist ganz cool, wie gesagt, den Gohan fand ich ziemlich fresh. Nette Sache. Nette Sache. Wenn wir es wiederholen, wirkt es umso deutlicher. Nette Sache. Pan. Okay, Pan. Fucking Pan. In jedem Spiel ist sie einfach nur nervig. Oh, auf Legends soll es ja demnächst den Ultra Instinct und Jiren Drop geben. Da bin ich mal gespannt, ob ich vielleicht reinschaue, wenn ich Zeit habe. Hm. Ultra Instinct Goku wäre schon saftig. 10-19. Okay, ich bin an dem Punkt angelangt, wo ich verstanden habe, dass der letzte Char wohl doch Featured garantiert ist. Das ist aber ein Summon, der schon eher zu meinem Geschmack entspricht, also... Hm? Giant A-Power, der Golden, okay. Ja, hm. Ich habe halt keinen Crossover-Leader, oder? Ihr seid... Hm? Rainbow Heroes-Kategorie. Ah, was bringt mir die? Du, Extreme AGL, kriegst du eine Kategorie beim Awakening? Wäre auf jeden Fall angebracht. What the fuck? Das ist nicht bloß verwendbar. Na gut, eigentlich... Wir haben schon 3 Multis gemacht. 200 Stones ausgeben ist viel zu viel dafür. Aber ich hätte echt gern diesen Vegeto. Also versuchen wir es noch ein letztes Mal. Auf ganz, ganz, ganz hoffnungsloser Basis. Ah, das ist echt viel zu viel. Aber es ist ein Super Saiyan 4 Vegeto. Ich mag Vegeto. Sehr. Okay. So spielen wir das. Super. Instant Saiyan. Saiyan? Release, Rainbow Release mit Instant Saiyan, okay. Uno, dos, tres, cuatro! Nicht mal ein Gott. Na gut, Sorbet, mein Hübscher. Nappa. Gut, 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 gut. Was ist das nur mit den Extreme Chars? Holy shit, Dark Masked King. Es sieht aus, als würden wir wirklich das ganze Banner leer räumen, außer den Vegeto. Fresh. Ist auch gar nicht beschissen, nervig oder sowas. Ja, das, wenn der letzte Char jetzt nicht, also... Die letzte Chance ist halt der Vegeto an letzter Stelle jetzt, aber ich habe das Gefühl, wir kriegen nochmal den Demigra in seiner Physical Form. Nein, wir kriegen Mira. Okay, ganz kurz, what the... Character List? Acquired. SSR. Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Heroes Chars. Davon 7 Extreme. Und ich sag's wie es ist. Die Extremes waren mir eigentlich alle komplett Schnuppe. Also die Super Saiyan 4s. Das coolste überhaupt, einen Super Saiyan 4 Bardock zu haben, Super Saiyan 4 Gohan zu haben, Super Saiyan 4 Broly zu haben, einen Super Saiyan 4 Vegeto zu haben. Aber wirklich die... Ich bin nicht mal der Extreme Teams spielt. Das ist jetzt, ja. Die werden auf jeden Fall gute Verwendung finden bei mir. Aber hey, wenn es euch tröstet, guck mal. Hat nur sehr, sehr lange gedauert. Vor kurzem endlich awaked. Ja, guck mal. Immer noch nicht awaked, immer noch nicht awaked. So wenig spiele ich. Also, ich spiele halt nicht mal im Hintergrund. Ihr verpasst nichts. Noch nicht awaked, noch nicht mal das Dupe reingehauen. Noch nicht awaked, noch nicht das Dupe reingehauen. Noch nicht. Aber, ja, genau, was ich zeigen wollte. Was immerhin endlich passiert ist. Oh, ich muss auf LR stellen. Ich habe den Physical Vegeta awaked in LR. Falls sie, also vielleicht habt ihr es nicht mitbekommen. Ich glaube, den habe ich im Stream gezogen. Möglich. Ist eine ganz geile Sache.
Ich habe aber seine Super-Attacke bis jetzt nur in Combination gesehen mit Super Saiyan 3 Goku, also habe ich keinen Plan, wie seine Ultra-Super aussieht ohne eine Koop-Attacke. Ja. Und ihm fehlt ein Level bis, oh, das wird Leute wieder triggern. Aber gut! Ich kann nicht sagen, das waren unerfolgreiche Hero-Summons, weil wir haben gut Heroes-Chars bekommen. Der Gohan war vor allem dabei, was ganz nett ist, aber es ist nicht das, was wir wollten. Den Super Saiyan 4 Vegeto. Das heißt, entweder muss ich nochmal schwitzen und kommen wir wieder in einem kleinen Twitter-Video oder in einem kleinen zweiten Part. Mhm. Oder ich muss einen Sale benutzen. Oder ich mache Singles jeden Tag und hoffe einfach aufs Beste. Oder Vegeto wird mich einfach nie ein. Aber ich habe die Medaillen schon gefarmt, das ist so... Ah! Ich werde nochmal Stones irgendwie farmen, ich weiß es nicht. Ich werde es euch wissen lassen, wenn ich ihn ziehe. Falls euch das Ganze aber gefallen hat, dürft ihr natürlich gerne ein Like da lassen, beziehungsweise ein Abo, beziehungsweise die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ja. Außerdem gerne mal den Link in der Beschreibung abchecken, von meinem Zweitkanal. Ich will da was blinken, ich schneide auch schon, aber... Gut. Ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, wie für euch das Heroes Banner so war. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein. Ciao, Nobel und ciao.